Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin Publizist. Wir alle kennen aus unserer realen Lebenswelt soziale Netzwerke, Beziehungsgeflechte. Die sind überlebenswichtig. Das waren sie schon zu Zeiten der Neandertaler, später beim Homo sapiens und natürlich auch heute in der Fortführung in der digitalen Welt sowieso. Das wissen Soziologen, das wissen sie. Ob sie wollen oder nicht, sie sind per Geburt Mitglied in mindestens einem Netzwerk, nämlich in ihrer Familie. Im Laufe des Lebens kommen weitere dazu, Mitschüler, Kommilitonen, Kollegen und so weiter. Von all diesen Netzwerken können sie in bestimmten Situationen profitieren. Denn Erfolg hängt weniger von großartigen Ideen oder Produkten ab, als von den richtigen Menschen, die einem den Weg dafür freimachen. In einem Business-Ratgeber las ich kürzlich: Unterschätzen Sie deshalb nie den Wert eines Netzwerkes, auch wenn es kein selbstgewähltes ist. Mit der Zeit wachsen Netzwerke qualitativ, quantitativ und damit auch die Anzahl und der Wert ihrer Kontakte. Und in dem Ratgeber hieß es auch, Zitat: Achten Sie auf Ähnlichkeiten, nicht auf Unterschiede. Und Sie werden bald bessere Beziehungen haben. Sie werden beruflich erfolgreicher sein. So oder so ähnlich können Sie es in vielen Ratgebern lesen. Die sichtbaren digitalen beruflichen Netzwerke, LinkedIn oder Xing, aber auch soziale Netzwerke wie Facebook und andere, sind nur eine Möglichkeit der Verbindung unter Gleichgesinnten. Wie wichtig Netzwerke sind und welche Macht sich in ihnen konzentriert, sieht man oft im Berufsleben oder eben auch in der Politik. Das können in aktuellen gesellschaftlichen Fragen parteipolitische Netzwerke sein, es können Lobbynetzwerke sein oder Plattformen wie zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum in Davos. Es gibt Netzwerke, die grundsätzlich im Verborgenen agieren, aber auch Netzwerke, denen man beitreten kann. Alumni-Netzwerke oder auch den Rotariern und unzähligen anderen Netzwerken. Und dann gibt es jene Netzwerke, die man erst erkennen kann, wenn man Punkte miteinander verbindet. Connecting the dots. Wenn man sie verbindet, werden Beziehungen, Abhängigkeiten und Seilschaften sichtbar. Sieht man sie klar vor sich, kann man selbst zum Beispiel politische Entscheidungen und die ihr vorausgegangenen Motivationen besser verstehen und somit auch einordnen. Ich veröffentliche mit diesem Video ein bisher weltweit einzigartiges Netzwerkdokument, das Ihnen erstmals das komplexe Beziehungsgeflecht von Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, Firmen, Dokumenten und Personen sichtbar macht. Es sind 6500 Objekte und über 7200 Links inklusive der Zahlungsströme, in Teilen auch der geflossenen Beträge. Im Fall der Bill und Melinda Gates Stiftung sehen Sie schon auf Seite 4 des Dokumentes, dass diese Stiftung in der Zeit von 1994 bis 2001 43 Milliarden Dollar allein in den USA ausgegeben hat und in Deutschland in diesem Zeitraum rund eine halbe Milliarde an Geldern verteilte. Das Dokument umfasst 170 Seiten und wir stellen Ihnen dieses Dokument zum Download und zur Verbreitung zur Verfügung. Dieses Dokument ist gerade vor der anstehenden Bundestagswahl wichtig, aber es hat auch einen großen Wert für den Erkenntnisgewinn darüber hinaus. Sie sollten dieses Dokument kennen, wenn Sie sich über politische und gesellschaftliche Fragen in Zeiten des großen Wandels informieren wollen. Der Mann, der dieses Dokument erstellte, spricht gleich darüber, wie er bei der Arbeit vorging. Er erläutert die Motivation und die Lesart des Dokumentes. Er möchte dennoch unbenannt bleiben. Der Rechercheur ist Familienvater. Er hat, wie er mir sagte, in der Vergangenheit keinen Bezug zur Politik gehabt, war, wie er mir erläuterte, erst einmal wählen. Dafür hatte er sich, wenn er etwas bewegen wollte, mehrere Jahre zunächst ehrenamtlich im Rettungsdienst engagiert, später auch mal hauptberuflich, aber heute ist er als IT-Experte tätig. Zu seiner beruflichen Expertise sagte er mir Folgendes. Ich helfe Unternehmen im Grunde genommen dabei, besseres Projektmanagement hinzubekommen. Also sowohl Konzern als auch den gehobenen Mittelstand helfe ich dabei, mit einer speziellen Software die Projekte besser zu steuern. Das ist mein Hintergrund, also IT letztendlich. Sie haben ein hohes analytisches Verständnis. Will ich hoffen, dass ich das habe. Also zumindest brauche ich mich nicht um meine
um neue Aufträge zu kümmern, weil die Kunden alle zu mir kommen. Also deswegen kann ich, glaube ich, dass ich nicht ganz so viel verkehrt mache. Hoffe ich zumindest. Aber Ihr Umgang, genau. Ihr täglicher Umgang, mit dem Sie Ihr Geld verdienen, ist das Analysieren von Daten und das Zusammentragen von Daten und Ihren Kunden, Ihren Auftraggebern es so aufzubereiten und Empfehlungen zu geben. Ich muss erstmal verstehen, wo das Problem liegt bei den Kunden. Ist es ein prozessuales Problem? Ist es ein technisches Problem oder ist es ein Kommunikationsproblem? Am Ende des Tages ist es eine Mischung aus. Und wenn Projekte schieflaufen, dann hat das ja eine Ursache und ich versuche erst einmal die Ursache zu verstehen und dann zu überlegen, wo müssen wir ansetzen? Müssen wir einfach mehr miteinander reden? Müssen wir das Tool verwenden oder das Tool anpassen? Oder müssen wir halt den Prozess anpassen? Und wie gesagt, am Ende des Tages ist eine Mischung aus allen drei Faktoren. Jetzt haben Sie eine Verbindungsanalyse erstellt, die unglaublich umfangreich ist. Diese Analyse umfasst rund 6.500 Objekte. Das sind NGOs, Firmen, Dokumente, Personen, die Sie sich angesehen haben. Sie haben analysiert, welche Beziehungen es zwischen diesen Personen, den NGOs, den Firmen, den Dokumenten gibt. Mehr als 7.200 Links. Erste Frage, wie lange haben Sie daran gearbeitet? Monate. An dieser Stelle sollten Sie das Video kurz anhalten und das Dokument, um das es geht, downloaden. Sie finden es auf clubderklarenworte.de oder auch über den Link unter diesem Video. Im nachfolgenden Gespräch nehmen wir Bezug zu einzelnen Seiten des Dokumentes, so können Sie gleich die Inhalte mitverfolgen. Zur Verbreitung dieser Informationen können Sie etwas aktiv tun. Nur ganz kurz das Video kommentieren. Der Algorithmus dieser Plattform macht diese Informationen dann auch jenen Menschen sichtbar, die diesen Kanal noch nicht kennen. Ein Like hilft auch ein wenig der Sichtbarkeit. Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung. Nur so ist diese Arbeit überhaupt möglich. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Der Mann hat also über mehrere Monate hinweg in akribischer Arbeit eine umfangreiche Verbindungsanalyse erstellt, die die Beziehungen zwischen NGOs, Firmen, Dokumenten und Personen, ich sagte es bereits, erstmals visualisiert. Er hat analysiert, welche Beziehungen es untereinander gibt und in welche Richtung auch Geldmittel flossen und fließen und zuweilen auch in welcher Höhe. Angefangen hat er mit einfachen Mindmaps und ist dann immer tiefer in die Verflechtungen eingestiegen. Also ich bin völlig naiv da dran gegangen und habe mir gedacht, ich wollte einfach nur verstehen. Also ich habe an keiner Weltverschwörung geglaubt. Ich muss mir halt einfach, um Dinge zu verstehen, die zu Papier bringen. So wie ich das halt auch beim Kunden mache. Also ich war quasi mein eigener Kunde, um diese Verbindung zu erkennen. Also nicht mehr und nicht weniger, zumindest zu dem Zeitpunkt. Bis ich dann festgestellt habe, dass das Ganze von Mal zu Mal größer wurde. Also ich bin dann angefangen, diese Organisation mir aufzuschreiben in diesem Mindmap, habe Verbindungen gezogen und da habe ich festgestellt, irgendwie die Verbindungen werden ja immer mehr. Dann habe ich mir eine Software geholt, die speziell für, ich sage einfach von Behörden und von Detekteien eingesetzt werden, um Verbindungen zwischen bestimmten Leuten sichtbar zu machen. So ist das eine legale Software? Ja, es ist alles legal. Also ich habe nichts Illegales gemacht. Ich habe keine illegalen Datenquellen angezapft. Ich habe nicht irgendwie was gemacht, wo ich sage jetzt mal, irgendwas hätte hacken müssen. Habe ich auch gar keine Ahnung von. Ich komme aus einem anderen Bereich. Alles das, was öffentlich ist. Ich habe festgestellt, dass die Leute und die Organisation, also Leute, Personen, sehr offen mit ihrer Vita umgehen. Also ich sage jetzt mal, da ist ein Herr XY, der ist auf einer Gesundheitsveranstaltung, ist der Sprecher. So, dann wird diese Person mit Bild aufgeführt und der Biografie, also wo hat er vorher gearbeitet, was macht er gerade etc. Genau diese Informationen habe ich mir dann zu der Person rausgesucht, rauskopiert, also Copy-Paste, inklusive der Quellenangabe, weil ich wollte das auch später nochmal nachvollziehen können. Deswegen habe ich auch immer die Quelle mit hinzugefügt.
Und das Gleiche habe ich halt auch bei den Organisationen gemacht, bei den NGOs. Das heißt, wenn ich dort irgendwie ein Logo von der NGO XY gesehen habe, dann habe ich mir den Namen aufgeschrieben, inklusive der Quelle, und geguckt, was macht die denn so? Und so bin ich dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat vorgegangen. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hatte ich natürlich auch einen Wiedererkennungswert, um genau das dann auch aufzubauen. Das heißt, darf ich nur kurz einhaken? Das heißt, die Informationen, die Sie sich geholt haben, die Sie gezogen haben, von welchen Plattformen haben Sie sich die geholt? Immer direkt von den Organisationen selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, da ist ein Herr XY, der hat auf der Veranstaltung World Health Summit beispielsweise in Berlin gesprochen. Dann bin ich dort auf die Seite gegangen, habe mir beispielsweise das Bild rauskopiert oder nur den Namen rauskopiert, das, was über diese Person stand. Dann habe ich nochmal geguckt, okay, bei welcher Organisation oder welche Organisation werden bei dieser Person genannt. Bin dann auf deren Webseite gegangen, habe mir dort die Informationen wieder rausgesucht. Manchmal bin ich auch auf Wikipedia gegangen, habe geschaut, was schreibt Wikipedia, habe mir dort auch die Informationen rausgesucht. Also das war wirklich Sisyphos-Arbeit. Also mittlerweile habe ich das alles automatisiert. Das heißt, auch da habe ich mir wieder spezielle Software geholt, dass ich nur auf die Seite klicken muss, nur sagen muss, das sind die Informationen, die will ich haben, und kopiere mir die bitte in eine Excel-Tabelle. Das war so die letzten Wochen und Monate, wie ich vorgegangen bin. Aber zu Anfang bin ich wirklich Seite für Seite durchgegangen, habe mir die Informationen angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel diese Gates Foundation sehr offen kommuniziert, wo die überall Geld hinzahlen, also wo die ihre Grants, also ihre Zuwendungen zahlen. Und da kann man einfach einen Suchbegriff eingeben, beispielsweise Europäische Kommission, European Commission. Und dann sieht man, dass beispielsweise 45 Millionen US-Dollar an die Europäische Kommission gegangen sind. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Dann habe ich gesehen, das ist jetzt die EU. Da machst du jetzt einen Pfeil von der Bill and Melinda Gates Foundation von oben nach unten und schreibst dran Bezahlung, Grants, Finance, was auch immer. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und ich hatte ja schon ein paar Organisationen als Partner identifiziert. Und dann habe ich gesehen, da gibt es beispielsweise die Rockefeller Foundation. Die hat auch nochmal wieder eine weitere NGO. Da ist auch noch Geld hingegangen von der Bill & Melinda Gates Foundation. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass sehr viele Zahlungen von der Bill & Melinda Gates Foundation zu bestehenden Organisationen hingegangen sind. Und da habe ich mir gedacht, das muss ja irgendwie anders kenntlich machen. Dann bin ich angefangen, die alle rot zu markieren und auch teilweise dann den Betrag hinzuschreiben. Dann ist mir aufgefallen, habe ich per Zufall entdeckt, dass die Bill & Melinda Gates Foundation auch einen Datenbankexport bzw. einen Dateiexport der Zuwendung ermöglicht. Haben wir gleich die ganze Datei runtergeladen und habe diese dann mir in Excel angeschaut. Das war sehr interessant, wo überall Geld von der Bill & Melinda Gates Foundation hingegangen ist. Und vielleicht wollen wir da ganz kurz nur nochmal einhaken. Sie hatten es eben gerade erwähnt, rote Pfeile in Ihrer Arbeit zeigen grundsätzlich immer, das schreiben Sie auch auf der ersten Seite, Geldströme von X nach Y, also dorthin, wo der Pfeil zeigt, ist Geld geflossen in der gesamten Ausarbeitung. Wenn wir jetzt mal auf die Seite 4 schauen, die ist überschrieben mit Total Grants by Bill and Melinda Gates Foundation von 1994 bis 2021. Sehe ich die Zahlen richtig, dass in der Spalte ganz oben links die Zuwendung in die United States in dem Zeitraum 94 bis 21 sind rund 43 Milliarden und 500 Millionen. Ist das richtig? Ja, genau. Also wenn Excel richtig gerechnet hat, weil diese Software kommt ja von aus dem Hause Microsoft, dann ist das so. Also ich habe keine Manipulation der Daten vorgenommen. Ich habe die einfach so eingelesen und in diesem Fall einfach eine Pivot-Tabelle erstellt. Also das, was jeder Controller jeden Tag macht. Und an der zweiten Position sehen wir in der Spalte 6, 13 Milliarden sind in die Schweiz geflossen. Ja, genau. Haben Sie eine Idee aufgrund Ihrer Ausarbeitung, Rückschlüsse, warum in die Schweiz? Also was ich gesehen habe, dass zum Beispiel Gavi, CEPI,
WHO ihre Sitze in der Schweiz haben. Ne? Also letztendlich, wenn man sich diese Grants, der also Zuwendung der Bill & Melinda Gates Foundation anschaut, dann sieht man, dass sie das einmal nach dem Empfänger aufgeteilt haben oder aufgeschlüsselt haben. Empfänger, für welchen Bereich war das? Wann wird die Zahlung gewährt oder ab wann geht's los? Die Dauer und für welchen Bereich? Also das sind, und dann noch ein kurzer Text dazu. In dem Fall gehe ich davon aus, weil dort halt die Gavi sitzt und CEPI und die WHO, dass dort diese Summen hingeflossen sind. Also jetzt könnte man nochmal einmal einen Stift nehmen, einen spitzen Bleistift und nachrechnen. Also bei der Gavi sind das ja fast 5 Milliarden, die dort reingeflossen sind. Die WHO, das sind 3,4 und The Global Fund und PAS, ja, da kommen dann halt schon die entsprechenden Summen zusammen. Das muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt genau diese Rechnung durchführt, die ich jetzt gerade gemacht habe. Das muss ich nicht unbedingt mit den vorher genannten Werten aus den Ländern widerspiegeln, weil mir ist auch aufgefallen, dass über Organisation, also beispielsweise über die WHO, wird eine ganz andere Organisation finanziert, weil sie einen Anschau oder eine Beteiligung oder was auch immer gemacht haben. Ne? Deswegen, man muss, wenn man sich diese Zahlen anschaut, auch schon genauer anschauen, wo das Geld denn hingeflossen ist. Also da muss ich jetzt fairerweise sagen, das, was man in der Grafik sieht, da sieht man jetzt beispielsweise einfach nur einen Pfeil von der Bill & Melinda Gates Foundation zu der WHO. Und auf welcher Seite sind Sie da jetzt? Wir können gerne. Achso, Sie haben es jetzt nur exemplarisch, haben Sie es jetzt gerade nur genannt, ja, den Pfeil. Ah ja, okay, genau. Okay, verstehe. Wenn man dann zum Beispiel schaut auf die Organisation, also weil Sie haben es dann aufgeteilt, tatsächlich, ich sehe es jetzt hier ungerade mal bei Country Organization und bei Division und bei der Organisation sieht man das an 14. Stelle, die ja in den letzten 2 Jahren sehr häufig genannte Johns Hopkins University zu finden ist. Und die hat in dem Zeitraum von 94 bis 21 fast 1 Milliarde von der Bill und Melinda Gates Foundation bekommen. Ja, ganz, ganz genau. Aber das ist nicht der einzige Zahler an die Johns Hopkins University. Also ich habe jetzt hier nur die Bill und Melinda Gates Foundation abgebildet, aber ich habe mir auch beispielsweise die Zahlung von der Rockefeller Foundation geholt, von Open Philanthropy, die beispielsweise Event 201 finanziert haben und weitere Pandemieübungen, die im Jahre 2018, 19 gelaufen sind. Ich habe mir die Zahlung des Wellcome Trust gezogen, also das, was also alle Informationen. Wer ist der Wellcome Trust? Wellcome Trust ist die zweitgrößte Gesundheitsstiftung und die hat ihren Sitz in England und der Direktor ist Jeremy Farrar. In Summe, ich habe mir die Daten gezogen in eine Datenbank rein importiert und habe dann wieder mit spezieller Software mir dort auch die Verbindung rausgesucht. Also wenn Sie jetzt nochmal einmal auf die darüberliegende Grafik gehen, das ist jetzt ein Beispiel, die jetzt aus meiner Datenbank kommen, exemplarisch, um zu sehen, dass beispielsweise in der Mitte die Bill & Melinda Gates Foundation, dann haben wir sind jetzt auf Seite 3, genau, nur damit die Hörer das genau mitbekommen, Seite 3, ja. Genau, Open Philanthropy und den Wellcome Trust. Und man sieht jetzt, das war nur ein kleines exemplarisches Beispiel, dass diese ganzen Universitäten inklusive des World Economic Forums von diesen 3 NGOs finanziert werden. Entschuldigung, Moment, ich muss, ja doch, richtig, genau. Ich war gerade nur irritiert wegen der Farbe, alles gut. Also in der Datenbank habe ich knapp über 100.000 Datensätze, nur an Zahlungen von diesen Organisationen, die ich gerade genannt hatte. Lassen Sie uns jetzt mal auf den Teil kommen der möglichen Rückschlüsse, die man aus der Gesamtarbeit ziehen mag. Trauen Sie sich das zu? Erste Frage wäre zum Beispiel, was sind so die 3 größten Auffälligkeiten, die Sie herausgearbeitet haben? Die 3 größten Auffälligkeiten. Also ich habe inzwischen festgestellt, dass ein bestimmter Personenkreis in den letzten Wochen stabil bleibt. Also es kommen keine neuen Personen großartig hinzu, also zumindest keine, die aus meiner Sicht Relevanz haben. Mögen Sie vielleicht noch kurz erläutern, was Sie jetzt mit Personenkreis meinen und wie Sie das definieren und wie Sie diese Personen ausfindig gemacht haben? Sie hatten es ja vorhin schon erläutert, dass Sie Datenbanken wie Facebook angezapft haben, dass Sie Datenbanken wie LinkedIn angezapft haben und dort analysiert haben, mit wem diese Personen vernetzt sind. Aber wenn Sie es vielleicht jetzt selber noch mal kurz beschreiben wollen. Ja, genau. Also Facebook ist ja bekannt, LinkedIn ebenso, ne? Also
bei LinkedIn konnte man ja sehen, bei welcher Version, bei welcher Firma war Herr Frau XY, und bei Facebook kann man das teilweise auch sehen, aber was viel interessanter ist, wer ist mit wem befreundet. Da sieht man, also das muss jetzt nichts heißen, ich bin auch mit vielen Leuten über Facebook befreundet, aber da sieht man zum Beispiel, dass ein Joe Sarrell, der arbeitet für die Bill & Melinda Gates Foundation, mit einer Sheryl Sandberg von Facebook YouTube befreundet ist. So, und das ist die Managerin unterhalb von Zuckerberg. Ja, ganz, ganz genau. Ne? Also, und die beiden, die sitzen wiederum in einer NGO One zusammen. Und der Joe Sarrell war beispielsweise, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau das Datum, das war, glaube ich, der 8. Mai 2019 auf einer Lobbyveranstaltung oder Gesundheitstag von der CDU organisiert. Das sieht man zum Beispiel auf der Seite. Einen Moment. Ja. Genau, also man sieht das auf der Seite, genau, 8. Mai 2019 auf der Seite 36. CDU-Veranstaltung, globale Gesundheit stärken, UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen. Ja, Insider kennen diese Veranstaltung auch. Und ja, man kann es selbst, weil sie den Link dazu auch noch rausgesucht haben und mit zur Verfügung gestellt haben, kann man sehr gut nachvollziehen, wer bei dieser Veranstaltung mit dabei war. Unter anderem sieht man dort auch den Präsidenten der WHO. Genau, und Christian Drosten und Jeremy Farrar, den Direktor von Wellcome Trust. Mhm. Also so sind sie vorgegangen und haben sehr viele Menschen zunächst erstmal gesammelt und ihre Beziehungen zueinander aufgezeigt. Und jetzt waren sie gerade dabei zu erläutern, dass in den letzten Wochen keine Menschen mehr hinzugekommen sind. Und das klang so, als würden sie sagen wollen, dass es ein sehr kleiner, kompakter Zirkel ist. Ja, definitiv. Also es ist wirklich ein kleiner, kompakter Zirkel. Diese Personen, die teilen, oder diese Personen gehören beispielsweise dem RKI an oder der Charité. Diese Personen gehören der Bill & Melinda Gates Foundation an. Diese Personen gehören dem Wellcome Trust an. Was dort interessant ist, dass diese sowohl Wellcome Trust, auch die Bill & Melinda Gates Foundation, als auch das RKI, als auch die WHO bestimmte Arbeitsgruppen haben. Und dort sitzen diese Personen, also nicht alle, immer in der gleichen Arbeitsgruppe, aber man hat doch die eine oder andere Überschneidung der jeweiligen Arbeitsgruppe. Und das sehen wir relativ weit hinten. Ich muss da mal eben kurz hinscrollen. Genau, auf der Seite 124. 124. Genau, also da sehen wir auf der linken Seite Lothar Wieler. Wir sehen, ein Fall geht zu der WHO, ein Fall geht zu dem Robert-Koch-Institut und ein Fall geht zu einem Schreiben Leopoldiner Stellungnahme zu Corona. Ein Fall geht zu EACHR, WHO Global Advisory. Da habe ich jetzt den Namen nicht mehr parat. Dann sehen wir zum Beispiel Joachim Sauer, der bei der Leopoldina arbeitet. Also Ehemann von der Bundeskanzlerin? Ja, ganz genau. Wobei ich da fairerweise sagen muss, dass er sonst nicht aufgetaucht ist. Das ist die Verbindung, die ich dann halt zum Leopoldinern. Also der taucht nur einmal auf. Also nichts Bewegendes. Mhm. Aber interessant sind in der Tat Lothar Wieler, Jeremy Farrar, George Gau, der auch, also ist der Herr rechts neben Herrn Sauer, der war auch unter anderem, ist das der Direktor vom Chinese CDC, war auch bei der Pandemieübung Event 201 mit dabei und ist auch noch in diversen anderen Arbeitsgruppen und Organisationen zugeordnet. Dann den nächsten überspringen wir mal einmal kurz, Christian Drosten natürlich. Dann kommt Christopher Elias, der ist auch sehr interessant, weil der ebenfalls super vernetzt ist. Also ich habe jetzt gerade die Seitenangaben nicht, aber da können wir später nochmal hinspringen. Dem habe ich auch, oder diesen Personen habe ich auch eine eigene Seite jeweils gewidmet, sodass man das dann nochmal nachvollziehen kann. Und dann sehen wir rechts nochmal Ilona Kickbusch. Sie war ebenfalls auch auf dieser CDU-Veranstaltung. Und zu Christopher Elias kann ich sagen, dass der auch in dieser Gruppe mit drin sitzt, International Advisory Board. Das sieht man jetzt nicht, aber das ist im Grunde genommen
Eine Gruppe, die dem Bundesministerium untergliedert ist, also eine Arbeitsgruppe, wo es um globale Gesundheit geht. Also was hier sehr interessant ist, dass sowohl ein Jeremy Farrar als auch Christopher Elias mit einem Christian Drosten und auch ein paar anderen, wie eine natürlich auch Ilona Kickbusch, dieser Gruppe zugeordnet sind. Also ich frage mich, ob da nicht irgendwelche Interessenkonflikte bestehen. Es ist nur meine persönliche Meinung, ne? Das ist, weil da doch halt genau von diesen beiden Organisationen halt immer sehr, sehr viel Geld überall hinfließt, ne? Und wo werden Entscheidungen getroffen nachher, zumindest verkündet, ob sie jetzt dort getroffen werden, sei nochmal hingestellt. Da darf sich jeder selbst ein Bild machen, aber das ist jetzt über die Politik verkündet und diese Arbeitsgruppe, so nenne ich mal, ist ja sehr dicht an der Politik dran. Der Kern der Menschen, die sich aus diesem Papier mit rund 7200 Links und den eingangs schon erwähnten rund 6500 Personen, NGOs, Firmen, Dokumenten ergeben. Der Kern der Person, wie groß ist der Kreis? Also ich würde mal schätzen, dass das so um 20, 30 Personen ist. Also die ich identifiziert habe. Ne? Also mein Fokus lag halt auf der Bill & Melinda Gates Foundation und das, was da so drumherum passiert. Das mag natürlich sein, dass an anderer Stelle der eine oder andere noch mit auftaucht, aber das ist so aus meiner Sicht zumindest der harte Kern. Und das, was wir jetzt gerade noch auf dieser Seite 124 sehen, das ist auch nur eine Teilmenge, die jetzt, ich sage jetzt mal, bezogen auf Deutschland oder EU trifft. Ne? Wenn man jetzt noch den amerikanischen Bereich anschaut, dann sieht das nochmal wieder ganz anders aus. Ist Ihnen bei der Zusammenstellung und der Analyse eine Person aufgefallen, die herausragt? Ja, definitiv. Meiner Meinung nach, und diese Person ist mir sehr spät, ich weiß nicht warum, aber die hatte ich einfach nicht auf dem Schirm aufgefallen, und das ist Peter Piot. Und den sieht man auf der Seite 43. Moment, da schauen wir mal schnell, Seite 43, Peter Piot. Das ist der Mann mit der Brille. Genau, richtig. Und wir sehen auf der linken Seite einen Artikel, veröffentlicht am 13.05.2020, also sehr, also aus heutiger Sicht betrachtet, sehr früh aus der Pandemie heraus. Und die Überschrift: Ohne ein Coronavirus-Impfstoff werden wir nie wieder normal leben können. Wenn man sich jetzt das, und darunter ist Peter Piot abgebildet, wenn man sich jetzt das mittlere Bild anschaut, dann sieht man Peter Piot, Director of the London School of Hygiene and Tropical Medicine and a Special Advisor to the President of the European Commission für Covid-19. So, interessant ist jetzt, da ja nur ein kurzer Zeiler dieses Dokumentes, interessant ist aber, dass Peter Piot seit 2009 Senior Fellow der Bill Melinda Gates Foundation ist. Peter Piot ist letztendlich direkter Berater von Ursula von der Leyen bei der EU-Kommission, also die Dame, die letztendlich auch dafür sorgt, dass die Gavi und wie sie alle heißen und Thank you, Bill, for your leadership gesagt hat, also Bill Gates dafür gedankt hat, dass er jetzt die Führung übernimmt, sitzt dieser Mann bei der Bill & Melinda Gates Foundation. Dieser Mann sitzt aber auch beim RKI, dieser Mann sitzt aber auch bei den Leopoldina. Dieser Mann, der jetzt im Grunde genommen bei der Universität sitzt, allein die Zahlung von der Universität an, von der Bill & Melinda Gates Foundation, ich muss das mal eben kurz raussuchen, waren in den letzten 10 Jahren 185 Millionen, die von der Bill & Melinda Gates Foundation an die Uni gewandert sind, bei der Herr Piot arbeitet. Und nochmal 168.000 Pfund von Wellcome Trust. Welche Universität ist das? Ist das im Dokument nachzuvollziehen? Ja, das ist nachzuvollziehen. Also ich habe einmal diese Excel-Tabelle, ich glaube, weiter unten. Ich muss kurz gucken, wo ich die habe. Auf der Seite 131 sehen wir Zeile 34, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Und jetzt muss man hier aufpassen, das sind unterschiedliche Währungen in diesem Fall. Also bei der Bill & Melinda Gates Foundation sind es 185.328.000 und ein paar zerquetschte. Und beim Wellcome Trust sind es 168 Millionen Pfund in einem Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die sind dorthin geflossen, wo jener Peter Piot sitzt.
Genau, richtig. Und was auch noch interessant ist, der sitzt auch noch im Board der Novartis Foundation. Was ebenfalls interessant ist, dass Peter Piot mit Heidi Larsen verheiratet ist. Beide sitzen bei der University of Washington Department for Global Health und die hat auch ebenfalls sehr viel Geld von der Bill & Melinda Gates Foundation bekommen und dort sitzen die auch mit Christopher Elias. Was interessant ist bei Heidi Larsen ist, dass sie diese NGO Vaccine Confidence Project ins Leben gerufen hat, die wiederum von der WHO, der EFPIA, Johnson & Johnson und GSK subventioniert bzw. unterstützt werden. Und bei der EFPIA muss man berücksichtigen, dass heute die heutige Chefin der EMA, Emma Cook, im Zeitraum, jetzt weiß ich das nicht ganz genau, irgendwo in den 90ern, Anfang 2000, ich habe jetzt das Datum nicht parat, mehrere Jahre Chefin der EFPIA, also der Pharmalobby war. Und Emma Cook hat auch früher mal bei der WHO gearbeitet, zumindest meinem Kenntnisstand nach. Das heißt, jener Peter Piot ist das Connecting Link von der Bill & Melinda Gates Stiftung in die Gesundheitsorganisation. Zumindest würde ich das nach meiner Analyse so sehen. Ja, ich finde das sehr interessant. Also man muss jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Beispielsweise hat die Schweizerische Zulassungsbehörde ordentlich Gelder von der Bill & Melinda Gates Foundation für ein Projekt in Afrika bekommen. Die englische Zulassungsbehörde hat ebenfalls einige Millionen von der Bill & Melinda Gates Foundation bekommen, die Europäische Kommission hat mehr als 45 Millionen US-Dollar für einen Zeitraum von 20 Jahren für ein Projekt, was auch immer das Projekt ist, von der Bill & Melinda Gates Foundation bekommen bzw. zugesagt bekommen. Also für mich sind das schon diverse Interessenkonflikte. Sie haben bei der Analyse und dem Verbinden der Dots auch einen Brief, einen offenen Brief an den derzeitigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden gefunden. Auf der Seite 125 haben Sie hier ein Blatt eingeschoben, das heißt Sample of Public-Private Partnership Open Letter to Biden Administration. Sehr frisch, sehr jung, am 3. August 2021. Genau, das war ein Zufallstreffer, den ich dort entdeckt habe. Man sieht jetzt auf den nachfolgenden vier Seiten, worum es in diesem Brief geht. Also das habe ich hiermit abgedruckt. Der Link ist ebenfalls zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen einfach mehr Gas geben bei der Impfstoffentwicklung und die US-Unternehmen mit deren Verbündeten sind in der Lage, bis 2021 7 Milliarden Impfdosen bereitzustellen und für das Jahr 2022 14 Milliarden Impfdosen bereitzustellen. Das müssen wir unbedingt machen. Bei uns in den westlichen Ländern sind wir soweit schon ganz gut dabei, aber im Bereich in den anderen Ländern, speziell Afrika, da müssen wir einfach mehr machen. Die Prozentangaben sehen wir auf Seite 1. Das schreibt wer? Genau, da komme ich jetzt zu. Okay. Also es geht halt darum, weiter Panik zu machen. Wir müssen unbedingt was machen. So, wer schreibt das jetzt? Also ausgearbeitet wurde das habe ich jetzt gelb markiert, auf der Seite 127, Center for Global Development. Jetzt muss man dazu sagen, Center for Global Development ist ein Think Tank. Und dieser Think Tank hat von der Bill & Melinda Gates Foundation in den letzten 10 Jahren ebenfalls 56 Millionen, knapp 57 Millionen US-Dollar bekommen. Open Philanthropy hat auch nochmal etwas über 12 Millionen eingezahlt an diese NGO Think Tank Firma, was auch immer. Da gibt es noch Center for Strategic and International Studies. Die hat von der Gates Foundation 30 Millionen bekommen in den letzten 10 Jahren. Die haben an diesem Dokument mitgewirkt. Dann gibt es noch dazu COVID Collaborative und die Duke University. Interessant ist aber vielmehr, wer hat dieses Dokument ebenfalls mit unterschrieben beziehungsweise eine Empfehlung ausgesprochen. Das ist einmal Thomas Boyicki, Council on Foreign Relations, also ein Think Tank. Thomas Boyicki schreibt auch für diese Think Tanks im Bereich Gesundheit und ist ehemaliger Young Global Leaders der Schwab-Organisation von Klaus Schwab, World Economic Forum. Dann gibt es auf der rechten Seite Bruce Gallen,
Hier unterschrieben mit der Rockefeller Foundation, war aber der Chef oder für den Bereich zumindest zuständig vorher für Seven Vaccine Institute, die in den letzten 10 Jahren ebenfalls 57 Millionen US-Dollar von der Gates Foundation bekommen hat. Dann gibt es noch Margaret Peggy oder Margaret A. Hamburg, also der Name wechselt mal bei der guten Dame, die war früher mal bei der FDA und unterschreibt hier mit Oregon Secretary of National Academy of Medicine. Diese Dame ist auch sehr interessant, weil sie zum Beispiel auch bei der, Moment, das sehen wir jetzt zum Beispiel auf der Seite 129, ja, da können wir schlecht erkennen, aber sie sitzt unter anderem beim Wellcome Trust, bei der Gavi ist sie mit dabei, also in der Organisation, die jetzt ja sich um die Verteilung der Impfstoffe kümmert. Sehr interessante Person und ich kann nur empfehlen, sich da auch mal weiter hinten das Einzeldokument zu dieser Person anzuschauen. Aber mein absoluter Favorit bei diesem Schreiben, wohlgemerkt, es geht an Joe Biden. Wir müssen unbedingt mehr Gas geben, sonst wird alles noch viel, viel schlimmer und wir gehen wieder zum Anfang. Interessant ist hier Scott Gottlieb. Scott Gottlieb, Commissioner of FDA, war mal bei der FDA, unterschreibt hier aber mit American Enterprise Institute. Fairer wäre gewesen Board of Pfizer. Also die Organisation, die jetzt ganz vorne mit dabei ist, beim Impfstoff mit zu verdienen. Und übrigens beim Board of Pfizer sitzt auch eine Frau Desmond Hellmann, die vor kurzem auch noch eine Führungsposition, ich meine, sie war CEO bei der Gates Foundation, war. Die sitzt jetzt bei Pfizer. Naja, das ist ein offener Brief, ein Open Letter. Und klar, wer öffentlich einen Brief publiziert, der kann ja nichts Böses im Schilde führen. Schon gar nicht, wenn es darum geht, naja, wir brauchen mehr Impfstoffe, weil die Pandemie schreitet voran und wir müssen ja was dagegen tun. Ja, ganz genau. Also per se ist auch erstmal nicht verwerflich. Ich frage mich nur dann, warum wird nicht offen mit Board of Pfizer unterschrieben? Darf man sich selbst ein Bild zu machen? Können Sie beschreiben, welche Muster Sie erkannt haben? Ja, also was mir aufgefallen ist, dass es gibt verschiedene Vereinigungen oder Arbeitsgruppen, wo diese Leute immer wieder Mitglied sind. Mir ist aufgefallen, dass es diverse Pandemieübungen gerade vermehrt. Also mag sein, dass mir das jetzt nur so erscheint. Zumindest habe ich das so entdeckt, dass seit 18/19 diverse Pandemieübungen, wie zum Beispiel Event 201 oder von der Nuclear Threat Initiative, eine Pandemieübung, beispielsweise auf der Münchner Sicherheitskonferenz durchgeführt werden. Das ist mir aufgefallen und dass diese Person auch Teilnehmer war. Also nicht immer alle Personen bei der gleichen Übung oder der gleichen Organisation, aber es gibt immer irgendwelche Schnittmengen. Mir ist aufgefallen, dass zu diesen Personen die dazugehörigen Vereine, Institutionen, NGOs, Firmen aus diesem großen Topf der Bill und Melinda Gates Foundation und des Wellcome Trust Gelder bekommen haben. Also nicht immer alle von immer zur gleichen Zeit, aber oder sag ich mal von beiden Organisationen gleichzeitig, aber überall ist immer irgendwo Geld geflossen. Also zumindest würde ich mal sagen zu 80-90%. Was man auch in den Grafiken dann, ich habe ja diverse Grafiken abgebildet in diesem Dokument, ja durchaus sehen kann. Das sind dann diese roten Zahlungen. Das ist ja eine absolute Fleißarbeit, das Verknüpfen von Daten, Personen, Beziehungen, digitalen Freundschaften über Online-Plattformen. Das könnte man ja auch, ich sag mal, im Bereich der Bundesliga tun. Und dann käme ein ähnlich umfangreiches Chart, ein ähnlich umfangreiches Dokument zustande. Genau. Und dann würden Menschen wahrscheinlich sagen, so what? Die Menschen üben ihre Profession, ihren Beruf aus in der Politik, in der Wissenschaft, im Lobbying oder in der Gesundheitsindustrie. Was bringt mir dieses Dokument? Ja, berechtigte Frage. Ich weiß gar nicht, wer das mal sagte. Volker Pispers ist der Feind bekannt, hat der Tag Struktur.
Also wie gesagt, mir ging es darum zu verstehen, was passiert hier. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Bill Gates oder ein Klaus Schwab, auch wenn jetzt hier die große führende Rolle spielen, jetzt sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Keller vergraben haben mit den weißen grauen Männern von Momo zusammen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt die Welt beherrschen. Mag sein, dass sie es gemacht haben, keine Ahnung. Ich denke eher, dass es darum geht, dass wir hier eine Vermischung aus diversen Interessen haben. Also ein Bill Gates hat beispielsweise so viel Geld und Macht steckt durch dieses Geld dahinter, bei dieser Riesensumme, dass er einfach die Möglichkeit hat zu sagen, so, ich investiere jetzt einfach x Milliarden in Organisationen irgendwas. So, jetzt muss man natürlich sehen, dass hinter dieser Organisation oder Organisationen, die er investiert, ja auch ganz normale Leute sitzen, die ihren Job nachgehen. Irgendwelche Forscher, irgendwelche Leute, die im Büro arbeiten und Familie, Handwerker, also das kann man ja beliebig weit spannen, dieses Netz. Der Punkt ist aber, dass er ja eine Idee hat, die aus seiner Sicht ja erstmal ganz legitim ist. Ich möchte die Welt verbessern, ich möchte die Gesundheit verbessern, was auch immer. Aus seiner Sicht macht er, glaube ich, erstmal das Gute. Das wäre jetzt erstmal meine Annahme, die ich treffen würde. Die Frage ist aber, wer hat ihn gewählt und ist das, was er mit seinem Geld machen möchte, ist das überhaupt das, was die Gesellschaft machen möchte? Weiß ich nicht. Also das war zumindest ein Punkt, erstmal überhaupt zu sehen, wie hängt was zusammen. Und da muss sich letztendlich jeder selber die Frage stellen, wie bewertet er das? Ich kann ja nur von meinem eigenen persönlichen Standpunkt aus das Ganze betrachten. Insofern sind die Informationen, die Sie hier in nächtelanger Arbeit zusammengestellt haben, sehr wertvoll, weil sie für jede Frau und jeden Mann offen zeigen, welche Beziehungen zueinander bestehen, die man vordergründig, wenn man Medien konsumiert, überhaupt nicht erkennen kann. Und das ist natürlich in einer Krisensituation durchaus hilfreich, die Beziehungen zueinander und die dahinterstehenden Muster zu erkennen. Ich kann jetzt die Motivation der Protagonisten des harten Kerns, die kann ich nicht daraus lesen, aber ich kann daraus lesen, in welche Beziehungen sie zu anderen Menschen stehen und das Geld bewegt. Ja. Das ist ja nun hinlänglich bekannt. Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt, was wir jetzt ja hier auch sehen oder auch was wir in den Medien erleben, diese Gleichschaltung, diese Propaganda, dass die Leute nicht aufstehen, obwohl sie meiner Meinung nach andere Kenntnisse haben sollten. Das resultiert meiner Meinung nach genau aus diesem Netzwerk. Warum? Weil dieses Netzwerk für mich Abhängigkeiten symbolisiert. Also wenn zum Beispiel der Spiegel, ich weiß nicht mehr ganz genau das Jahr, 2018, 2019, ich glaube, es waren 2,5 Millionen, also 2, irgendwas Millionen bekommt, dann wird der Spiegel sich natürlich hüten, wenn da jetzt ein impfkritisches Thema hochkommt, dagegen oder das als Thema aufzugreifen, weil der Spiegel muss natürlich wie jedes andere Unternehmen auch erstmal zu sehen, dass die Leute alle ihre Kohle bekommen, dass sie alle was zu essen bekommen. Die Mitarbeiter alle noch bezahlt werden und in welch prekären Verhältnissen die Medien per se sich momentan befinden. Daraufhin habe ich in einem anderen Interview mit dem Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayn schon einmal hingewiesen, beziehungsweise wir haben das herausgearbeitet. Also insofern wollte ich nur ganz kurz erläutern, dass was Sie jetzt hier gerade herausheben und herausstellen, dass es dafür einfach auch profunde wissenschaftliche Daten gibt. Letztendlich muss ich ja nicht unbedingt irgendwo gegen meine Stimme erheben oder etwas gegen sagen. Ich muss einfach nur an bestimmter Stelle den Mund halten. Das gilt dann für Ärzte, weil sie vielleicht abhängig sind, weil sie dann Stress bekommen, wenn die den Mund aufmachen. Das gilt für Wissenschaftler, weil sie dann vielleicht keine weiteren Drittmittel bekommen. Das gilt aber auch für die Politiker, sogar von beiden Seiten. Auf der einen Seite können natürlich Spendengelder dann nicht mehr fließen. Es könnte aber auch sein, je nachdem, dass sie sich vielleicht auch den Zorn der Leute, also der potenziellen Wähler auf sich ziehen. Und was wir hier, glaube ich, erleben, ist Angst. Angst, 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 Angst. Die Leute sind getrieben von Angst. Angst, krank zu werden, Virus, dass der Virus was mit den Leuten anrichten kann. Also wir haben es ja gesehen durch diese vielen Bilder, die gebetsmühlenartig immer und immer und immer wieder gezeigt werden, das Narrativ. Wir sehen,
die Angst bei den Leuten vor der Impfung. Wir sehen die Angst bei den Leuten der Freiheit, dass ihre Freiheit, ihre Grundrechte eingeschränkt werden. Wir sehen Angst des Jobverlustes, weil die Lieferketten lahmgelegt werden. Wir sehen überall Angst, 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 Angst. Und diese Angst, die wird ja auch letztendlich medial mit befeuert, sowohl von den Medien als auch von der Politik. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die sich jetzt gegenseitig hochpushen, weil das nächste Problem ist ja, dass wir mittlerweile eine Eigendynamik erlebt haben, die ja nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist. Also wer triggert jetzt wen? Wo kommen jetzt welche Informationen her? Wer sagt, das und das muss jetzt passieren, beispielsweise Politik oder Pharmazie oder die Wissenschaft oder die Medien, das ist ja mittlerweile sehr diffus. Und was wir ja auch sehen ist, dass die Leute in einer Blase leben. Die Politik lebt in einer Blase, die Freiheitsdenker leben in einer Blase, zumindest meiner Meinung nach, die Angst vor dem Virus haben, leben in einer Blase. Blasen, Blasen, Blasen. Was die Folge davon ist, dass nicht mehr miteinander gesprochen wird, sondern es wird Hetze verbreitet, Hass wird verbreitet. Und das sehe ich wirklich sehr, 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 sehr kritisch. Überhaupt das, was jetzt hier passiert. Und ich hatte immer gedacht, und deswegen auch zu der Eingangsfrage, ich habe mich nie politisch interessiert. Jetzt interessiert mich das sehr wohl, weil die Politik schränkt meine Freiheiten an. Die Politik schränkt ein, dass ich frei entscheiden darf. Die Politik schränkt ein, dass ich vielleicht nicht mehr so irgendwo hinreisen kann, wie ich es gerne möchte. Und da denke ich, macht die Politik noch das, was für mich als Bürger wichtig ist? Oder lässt sie sich jetzt von den Leuten verleiten, die jetzt im Grunde genommen wirtschaftliche Interessen verfolgen und auch die Möglichkeiten haben, diese umzusetzen? Also wenn ich mir sehe, auch das kann man öffentlich im Internet nachlesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wo. Ich meine, bei der EU beispielsweise habe ich es gestern noch gesehen. Da konnte man nachlesen, mit wem sich Bill Gates getroffen hat. Da war unter anderem Frau von der Leyen mit dabei und auch ein paar weitere Leute von der EU. Und da frage ich mich dann, wer triggert jetzt wen? Ihre ganz persönliche Einschätzung, die Sie jetzt eben zum Schluss so in 60 Sekunden zusammengefasst haben, die sagen Sie als Bürger dieses Landes, die sagen Sie als jemand, der lange Zeit nicht wählen gegangen ist, die sagen Sie als jemand, der kein politisches Amt hat, das sagen Sie als jemand, der kein Aktivist ist, ist das richtig? Ja, also das sagen, ich habe damit ja, nicht so gut. Das sagen Sie als jemand, der kein Aktivist ist, das sagen Sie als Familienvater, als Ehemann. Ja. Und das sagen Sie als jemand, der eine hohe Kompetenz, berufliche Expertise im Ausarbeiten von Daten hat und das Zusammenstellen von Daten hat. Und das sagen Sie als jemand, der sich viele Monate lang mit einem Teil des Gesamtkomplexes beschäftigt hat und da sehr, sehr tief eingetaucht ist und ein Dokument vorgelegt hat, das 170 ausgedruckte Seiten stark ist. Also jemand, der sehr offen, so wie ich Sie verstanden habe, sehr neugierig zunächst erst einmal angefangen hat, weil er sich Fragen gestellt hat, die er in der öffentlichen Diskussion, im Diskurs nicht beantwortet bekommen hat. Ja, ganz genau. Also kann man das formulieren. Also ich habe eine kleine Tochter. Und das, was ich möchte, ist, dass meine kleine Tochter in Freiheit aufwachsen kann und nicht, dass sie von irgendwem auch immer, von ihren Kindergartenfreundinnen oder von Erziehern oder von irgendjemand anders auf der Straße als potenzielle Biowaffe gesehen wird. Ich möchte, dass die Kinder wieder spielen können, dass die Kinder wieder lachen können, dass die Kinder wieder zu Oma und Opa können, was sie ja können, das hat alle geimpft, das ist ja das Narrativ. Ich möchte einfach, dass die Leute wieder auch mit ihren Nachbarn ein Bier trinken können und das auch machen. Also früher haben die Leute sich doch auch unterhalten. Klar, die haben sich auch mal gestritten. Klar, die waren auch mal nicht anderer Meinung, aber die haben miteinander geredet und das passiert nicht mehr. Also wer heute eine andere Meinung ist, und das wird ja durch Politik und Medien gepusht, ist gleich böse, ganz rechts. Oder ein Impfverweigerer, ein Nazi oder was auch immer. Und diese Spaltung, die muss aufhören. Meine Meinung. Und dieses Dokument stellen Sie jetzt öffentlich zur Verfügung für jede Frau, für jeder Mann. Man kann sich dieses Dokument downloaden. Es ist zunächst erstmal erschlagend, wenn man es sieht, und es mutet auch anstrengend an, es zu lesen und zu verstehen.
Das ist aber häufig so, weil es hier nicht um eine vorgefertigte Idee geht, sondern hier muss die Rezipientin, der Rezipient einfach sozusagen selber denken und selber arbeiten. Aber möglicherweise ist das auch das Gebot der Stunde. An dieser Stelle einfach vielen Dank für das Gespräch. Er wird selten in diesen Tagen zitiert, aber ich glaube, man kann ihn sehr gut an dieser Stelle einfach mal zitieren. Ich kam daher auf glatten Wegen und jetzt steht mir Geröll entgegen. Goethe in Faust 2. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Bitte teilen Sie dieses Video gerne in Ihrem Kreis, wenn Sie es dafür würdig erachten. So erhalten in diesen Stunden mehr Menschen diese Informationen. Abonnieren Sie auch gerne den Kanal und bleiben Sie mir gewogen und den Menschen zugewandt, denn auch Wurst mit Gesicht ersetzt keine Sozialkontakte und die sind wichtig. Schon immer, aber in diesen Zeiten umso mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es gibt bei den Redaktionen, egal ob Fernsehen oder Hörfunk, sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen als auch bei den Privaten einen sehr dummen Satz, wie man, glaube ich, in der Rückschau heute sagen muss. Und ist der Redakteur auch noch so fleißig, kein Beitrag geht über 1,30? Das reimt sich, aber sonst hat es keinen Sinn. Also ich meine, man kann sich ja fragen, ja. Wenn man jetzt Vater ist und man hat eine 15-jährige Tochter, das ist meine Situation im Moment, und man möchte etwas mit ihr besprechen und man sagt, du musst es in 1 Minute 30 besprochen haben, Dann wird jeder Familienvater sagen, nein, also Für meine Tochter 1 Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden, wenn es eine Woche lang geht, bis sich alle irgendwie ausgedrückt haben. Also ich glaube, wichtige Dinge, da braucht der Mensch in der Kommunikation Zeit.